Ja, schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich hoffe, ihr seid schon alle wach und wir können heute hier gut weitermachen. Erstmal wollte ich mich bedanken, dass wir bisher, finde ich, einen sehr respektvollen demokratischen Wettstreit hier gemeinsam hinbekommen haben. Denn oft genug, es wurde ja auch schon gesagt, haben wir als Linke so den Eindruck vermittelt, als beschäftigen wir uns viel zu sehr mit uns selber. Und das, denke ich, muss aufhören. Uns ist wichtig, dass wir gemeinsam eintreten für das, was wichtig ist. Meine Rede möchte ich gerne mit einem Zitat beginnen, wie man das oft genug macht. Wir brauchen eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Ist das ein kluger Ausspruch? Ich glaube nicht. Der Mensch, der das gesagt hat, Herr Höcke, Faschist, vor Gericht bescheinigt, sagte das hier in der Nähe in Dresden. Und es ist vielleicht ein bisschen irritierend, dass ich sowas auf so einem Parteitag hier als Zitat anbringe. Aber die letzten Monate, Jahre war ich auch bei uns im Kreisverband Zwickau manchmal irritiert, weil es bei uns Menschen gab, die haben bei uns politisch sich engagiert, sind ausgetreten und sind in die AfD gegangen. Wie kann das sein? Ich finde, eine Partei sucht man sich nicht aus wie die Unterwäsche, wenn man früh vorm Spiegel steht, oder wie einen Sportverein, der einen am besten das beste Gehalt bezahlt oder irgendwie die besten Karrierechancen verspricht, sondern eine Partei sucht man sich danach aus, nach dem Herzen und für das, wofür man sich gesellschaftlich engagieren will. Und das sollten wir alle gemeinsam uns vorwegnehmen, dass das wichtig ist, dass wir hier stehen, weil wir für soziale Gerechtigkeit und für eine solidarische Gesellschaft in Sachsen eintreten. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist René Hahn, ich bin inzwischen 43 Jahre alt, lebe in Zwickau mein ganzes Leben, inzwischen bin ich das halbe Leben in der Linken aktiv, damals war es noch die PDS. Wie sie heißt, ist mir am Ende egal, wichtig ist, wofür wir stehen und das ist die ganze Zeit mir wichtig gewesen und deswegen bin ich dankbar für alle, die hier mit Rückgrat weiterhin zu dieser Partei stehen. Und ich suche mir auch die Themen nicht als vorderrangig danach aus, ob das gerade das Thema ist, was am beliebtesten ist. Seit 2011, das könnt ihr euch denken, ist Zwickau ganz eng mit dem Thema NSU-Komplex verbandelt. Und für uns war damals nie die Frage, setzen wir uns da jetzt ein, weil es irgendwie ein wichtiges Thema für das Image unserer Stadt ist oder für Sachsen, sondern nein, wir haben uns eingesetzt, weil es für uns ganz selbstverständlich ist, dass Menschen, wenn die angegriffen werden, wenn die diskriminiert werden oder sogar umgebracht werden, dass wir dann an denen ihrer Seite stehen und solidarisch gemeinsam für eine offene Gesellschaft mit ihnen kämpfen. Daher haben wir in den ganzen Jahren in Zwickau auch uns dafür eingesetzt, den Angehörigen und Opfern dort eine Stimme zu geben, waren immer da, wenn es darum ging, dort einen Ort zu schaffen, um da gemeinsam einzutreten für. Ihr habt bestimmt auch mitbekommen, inzwischen gibt es ja dafür auch Mittel, die im Bund und Land eingesetzt werden sollen für ein Bildungs- und Dokumentationszentrum. Zuletzt gab es die Rückmeldung der Angehörigen der Opfer des NSU, dass sie diesen Ort nicht in Sachsen sehen. Für mich heißt das nicht, dass wir uns nicht mehr dafür einsetzen sollten, sondern es ist einfach ein Zeichen noch mal mehr, was zeigt, die wollen das nicht in Sachsen, weil sie hier Angst haben. Weil sie Angst haben, nach Sachsen zu kommen. Und das sollte uns allen bewusst machen. Wir müssen uns dafür engagieren, dass kein Mensch in diesem Bundesland Angst haben muss, hier zu leben oder zu Besuch zu kommen, sondern hier sicher sein kann. So, dafür müssen wir uns engagieren. Und das, wie gesagt, haben wir in Zwickau die ganze Zeit auch getan, egal ob es dabei um Image geht. Nein, es geht vorrangig darum, für eine solidarische und faire Gesellschaft miteinander einzutreten, wo wir gut zueinander da sind. Und ein weiteres Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist, noch länger als in der Linken bin ich in der Gewerkschaft engagiert. Und bei uns aktuell haben wir da das Thema Gelenkwellenwerk. Das soll geschlossen werden. Und das Absurde ist, das Werk hat die ganze Zeit Gewinn gemacht, wird aber geschlossen, weil die 30 Millionen von der EU kriegen, damit sie in Ungarn ein neues Werk aufbauen können. Und ich finde, da sehen wir, das bekommt die vom Europäischen Parlament quasi, bei solchen Stellen müssen wir entgegenwirken und dann muss einfach so ein Werk auch verpflichtet werden, wenn es Fördermittel bekommt, dass es dann nicht einfach einen Standort an einem anderen Ort zumachen kann, sondern es muss dort für ordentlich, für faire Lohnbedingungen, Arbeitsplätze und so weiter gekämpft werden und da müssen wir auch weiterhin als Linke stark an der Seite der Gewerkschaften und der Menschen in der Arbeiterklasse stehen. Daher, das sind für mich Sachen, die mir auf jeden Fall wichtig sind und mit denen ich im Landtag, egal ob da oder wie ich das schon die letzten Jahre für euch tue, im Stadtrat Zwickau, gemeinsam mit euch kämpfen will. Und daher bitte ich um eure Stimme und möchte, nachdem ich mit einem schlechten Zitat begonnen habe, nochmal euch auf die Probe stellen, dass wir auch gemeinsam alle starke Antifaschisten sind.
Alerta, Alerta. Genau, das kriegt er nochmal lauter hin. Alerta, Alerta. Danke.